So? Ihr meint also, ihr seid Manns genug für meine Arbeit? Ja. Dann beweist es. Okay. Wenn ihr es schafft, mich im Faustkampf zu besiegen, dann kann ich eure Hilfe vielleicht gebrauchen. Oh Gott. Wenn ihr für die Tracht Prügel eures Lebens bereit seid, dann sagt mir Bescheid. Das wird nicht gut ausgehen für uns. Ich denke, ich gebe euch doch eine Chance. Besiegt mich im Faustkampf und ich bin überzeugt, dass ihr meiner Aufgabe gewachsen seid. Sagt mir Bescheid, wenn ihr soweit seid. Ja, hab ich doch schon. Los! Sehr schön. Auf einen fairen Kampf. Folgt mir. Okay, gut. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass du hier jetzt die Leute aufmischen willst. Oh Gott. Wie geht es euch? Immerhin ist er so freundlich und lässt allen anderen zuerst den Vortritt. Boah, mitten in der Nacht im Regen Faustkampf, nice. Können wir hier? Schön euch wiederzusehen. Okay, los. Möge der Bessere gewinnen. Diese Lachen, ey, was geht mit dir, Junge? Ja. Hä? Komm her. Das kann doch nicht sein. Stopp! Halt! Suck it! Na sowas. Yeah. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr so ein würdiger Gegner seid. Ich denke, ihr seid die beste Wahl für einen Gehilfen, die ich treffen kann. Wenn ihr Arbeit braucht, dann kommt einfach zu mir. Ich weiß schon, mit was ich euch beauftragen werde. Aber was ist hier los? Kommst du aus der Dark Souls-Welt oder was lachst du so viel immer wieder? Schön, euch wiederzusehen. So, okay, das war Quest Nummer 1 von ihm. Quest Nummer 2, der besondere Fisch. Fischer ist nicht unbedingt der aufregendste Beruf. Das habt ihr euch vielleicht schon gedacht. Darum lockere ich meine Arbeit mit kleinen Wetten mit den anderen Ordensbrüdern auf. Derzeit geht es um den Fang eines bestimmten Fisches. Ich habe hier im Teich ein besonders schön beschupptes Exemplar gesichtet. Und das will ich fangen und ausstopfen. Die anderen glauben nicht daran. Das Problem ist nur, dass das Vieh sehr flink ist und mir unter den ganzen anderen Fischen ständig durch die Lappen geht. Ich versuche schon seit Tagen, den Fisch dorthin zu bekommen, wo er hingehört. Über meinen Kamin. Ihr scheint ganz geschickt zu sein. Versucht doch mal euer Glück dabei, diesen besonderen Fisch zu finden. Steigt in den Teich. Es ist aber gut möglich, dass er sich versteckt. Versucht ihn irgendwie anzulocken. Aber passt auf, dass er nicht beschädigt wird. Einfach draufhauen ist wohl keine so gute Idee. Dann bringt ihn mir zum Ausstopfen und Ausstellen. Die anderen werden staunen. Ich werde staunen, wenn hier jetzt tatsächlich irgendwie ein Angelsystem eingeführt wurde, aber ich glaube nicht. Und? Wo ist mein besonderer Fisch? Weg! Macht's gut. Gut, was? Lässt hier wieder rein, dann sieht das nicht so komisch aus. Was genau sagt mir die Quest? Faustkampf, Mut bewiesen habe, besonderen Fisch zu fangen. Hinter schon seit Tagen, lalalala. Aber ich will auch eine Belohnung dafür, ne? Nicht, dass du den anderen Leuten dann sagst, dass du den gefangen hast. Bitte. So, vielleicht gibt es einen schonenden Weg, den Fisch zu fangen. Okay. Kann ich denn überhaupt gucken gehen, wie der Fisch so aussieht? Fisch im Teich. Hier irgendwo? Ich habe ja vorhin so ein paar Fische gesehen. Ah ja, guck hier. So kann ich die Dinger besser sehen, aber ich habe keine Ahnung. Hier sind so viele. Okay, ich kann sie mit E auch gar nicht fangen. Geht gar nicht. Sie lassen sich nicht interagieren. Huch. Dann Fischerhütte. Dann gucken wir mal, ob wir irgendetwas in der Fischerhütte finden, womit wir das Viech schonend fangen können. Topf mit Würmern. Würmer? Oh, Fischnetz. Mit einem Fischnetz kann ich irgendwas machen. Au, oh, Würmer ins Wasser werfen. Okay. Er werft die Würmer ins Wasser. Okay. Und jetzt? Bist du der Fisch, den ich haben will?
Soll ich aus dem Wasser rausgehen, damit er gefangen werden kann? Dass er überhaupt herkommt? Hier war ein Buch in der Ecke. Der bunte Schlachterfisch, ist es das? Legende nach gibt es noch ganz selten bunte Fische. Alle anderen Fische sind gewöhnlich. Also wahrscheinlich soll ich den da fangen? Hauptsächlich von menschlichen Abfällen wie Brotresten ernähren. Ach, kein Wunder, dass er nicht kommt. Wo kriege ich... Oh, echt jetzt? Lol. Oh, und es war das einzige Ding, was nicht als Diebstahl gegolten hat. Also war es wahrscheinlich richtig. Woran merkst du, dass du den Questgegenstand einsammelst? Echt kein Diebstahl. Im Gegensatz zu den... Brotkrümel. Im Gegensatz zu den Würmern. Oh, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ist er das? Das hier? In der Dunkelheit kann ich so schlecht was sehen. Oh ja. Er ist so schön. So schön lila. Ich habe den Fisch gefangen. Ach so, okay. Ich dachte, ich muss noch irgendwas machen dafür. So schnell wie möglich zu Bruder Viktor bringen. Er fängt schon an, was zu riechen. Und ich möchte in meiner Tasche nicht so eine Sauerei haben. Okay. Viktor. Weiß nicht, wo du bist, Viktor. Aber ich bin schon sehr gespannt, wenn ich die drei Quests für dich gemacht habe, quasi die Hauptquest des Ordens zu starten. Perlen, ich muss nur mit Viktor reden und der Einzige, der nicht hier ist, ist Viktor. Oh mein Gott, dieser Regen hört echt einfach nicht mehr auf. Hier ist er auch nicht. Oh mein Gott, Viktor. What? Schön, euch wiederzusehen. Oh mein Gott, ich habe die ganze Zeit nach einem Typen gesucht, der obenrum nackig ist, weil Viktor die ganze Zeit obenrum nackig war, aber nee, der ist jetzt angezogen, ausnahmsweise. Goddammit, der Fisch. Ich bin beeindruckt. Das war eine ähnlich unmögliche Aufgabe, wie mich im Faustkampf zu besiegen. Ihr seid sehr geschickt. Siehste mal. Jetzt wandert der Fisch direkt an meinen Kamin, damit ich mich jeden Tag darüber freuen kann, wie ich ihn zur Strecke gebracht habe. Ach ja, das ist für euch. Ich denke, es sollte reichen, euch für den Fang zu entlohnen. Ach, und wenn ihr wieder einmal Zeit haben solltet, dann kommt wieder zu mir. Es gibt noch mehr zu tun. Quest beendet. Nice. Der besondere Fisch ist hier nochmal? Warum? Was ist los? Ihr behaltet schön für euch, dass ich eure Hilfe in Anspruch genommen habe, klar? Vergiss es! Du bist ein Drecksack, Longer! Ich soll euer Vertrauen gewinnen, macht alle möglichen Sachen für euch und dann sowas hier. Könntest mich mal, der Munddieb? Ich bin wirklich froh, dass ich euch getroffen habe. Ohne euch würde das alles an mir hängen bleiben. Mhm. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich brauche erneut eure Hilfe. Natürlich. Seit einiger Zeit verschwinden des Nachts Fische aus unserem Teich und Gemüse von unseren Feldern. Ich würde dem ja gerne selbst nachgehen, aber mein Trainingsplan sieht vor, dass ich jede Nacht exakt 8 Stunden schlafe. Ich kann mir nicht einfach die Nacht um die Ohren schlagen und auf irgendeinen Dieb warten. Aber ihr schon. Also, wartet einfach, bis es Nacht ist. Dann sollte sich der Dieb zeigen. Stellt ihn und alle möglichen Komplizen. Sollten er oder sie sich der Festnahme widersetzen, dürft ihr natürlich draufhauen. Okay. Gucken wir mal. Bewacht nachts die Enklave und sucht nach möglichen Durchschlupfen. Irgendwoher muss der Munddieb ja kommen. Warum heißt der Dieb eigentlich Munddieb? Macht's gut. Woher kommt der Begriff Munddieb? Gibt es eigentlich irgendeine bestimmte Position, wo wir uns hier verkriechen können, um zu warten? Oder? Ich glaube nicht. Fackeln nehmen wir auf jeden Fall weg. Dann würde ich sagen, wir warten einfach hier irgendwie im Busch oder so. Und dann sehen wir weiter. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ein kleiner Scharfschütze. Oh yeah! Also, hier ist niemand, Brosette. Es ist gerade 12 Uhr nachts. Diese leichte Klinge. Achso. Schleichangriffe, ja. Oh, ich werde gerade gesehen. Oh, da ist jemand, oder? Ey, du! Mumps? Oha, was? Mir scheint, dass diese Goblins anders als die meisten ihrer Artgenossen friedlich sind. Ich wollte gerade sagen, greift mich nicht an und hat irgendeinen speziellen Namen. Sie zeigen keinerlei Anzeichen von Aggression. Vielleicht gibt es einen Weg, sie daran zu hindern, ihre Höhle zu verlassen. Oder ich bestrafe sie für ihr Verbrechen am Orden und töte sie. Mumps Oheim.
Wo ist denn ihre Höhle? Mumps Töchterchen. Was für ein hübsches Töchterchen. Yay. Sie sind so friedlich. Eigentlich will ich sie nicht so gerne einfach umholzen. Die Höhle muss ich auch noch von denen finden, aber erstmal müssen wir die Höhle irgendwie zumachen. Die erste Idee, die mir da kommt, ist natürlich zu brettern. Gehen wir da einfach mal im Geräteschuppen nachgucken. Aber ich muss erstmal überhaupt die Höhle finden. Das ist so das... Kann ich das überhaupt zubrettern? Gibt es hier irgendwas? Werkzeugkiste irgendwie? Oh, Nägel, okay. Ich habe keine Bretter. Hammer und... Gibt es hier irgendwo Holzbretter oder so? Oh, Bretter. Nice. Direkt neben dem Ding. Okay. Ich meine, eigentlich sind wir so oder so furchtbar grausam. Weil entweder wir gehen rein und töten sie alle und dann sind sie halt alle tot. Das ist schon furchtbar, weil die eigentlich friedlich sind. Oder wir brettern ihre Höhle zu und sorgen dafür, dass sie langsam und elendlich verhungern. Vorausgesetzt, die Höhle hat keinen Hinterausgang. So, jetzt muss ich nur noch ihre Höhle finden. Es ist hier aber so stockduster, dass ich hier gar nichts sehe. Warte, das... Nee. Oh, 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 oh. Nice, ich wollte gerade sagen. Ich warte hier einfach so lange draußen, bis sie anfangen, wieder nach Hause zu gehen. Und dann werden wir sehen, wo die Höhle ist. Auch wenn ich nicht gedacht habe, dass sie so langsam dahin laufen. Oh, oh, oh. Gerade, wo ich sagen wollte, oh, guckt euch das mal an. Die Fackel, pst. Nö, ihr guckt euch gar nichts an. Du, ihr Kack. Säckelunger. Ach hier, da habe ich doch vorhin, bin ich richtig durch die Büsche gelaufen. Ah. Okay, kann ich das jetzt irgendwie... Oh. Nein, ich wollte das eigentlich zunageln. Vielleicht kann ich das auch nicht so machen, also... Kann ich nicht irgendwie hier draußen die Tür... Das wäre ziemlich cool. Also es gibt auf jeden Fall auch eine friedliche Lösung. Es wurde ja sogar im Questlog so drauf hingewiesen. Okay, vielleicht kann ich hier innerhalb dieser Höhle irgendwie irgendwas zunageln? Hoffentlich, also ich könnte jetzt auch verstehen, wenn sie mich angreifen würden. Weil ich bin ja jetzt quasi in ihrer Wohnung. Sorry. Oh, es gibt noch einen anderen Zugang dazu. Also muss ich zwei Dinger zunageln. Okay. Ich hoffe immer noch, dass ich sie überhaupt zunageln kann. Nee, warte mal. Dann müssen wir doch eher hier herausfinden, wo sie ursprünglich herkommen. Warte, wo gehst du lang? Ich folge mal. Ich mache mal weiter einen auf Verfolger. Nee. Oh, cool. Bin hochgesprungen, habe irgendwie die Leiter so von oben runtergezogen. Guck mal hier mit der Forelle. Die ganzen Fische, die haben sich echt nett eingerichtet hier eigentlich. Das ist ja echt nett hier. Ja, jetzt ist halt nur die Frage, was soll ich mit denen machen? Ich will die echt nicht killen. Oh, oh, okay. Oh mein Gott, das hat mich schon fast erschrocken jetzt. Oh, war das ein Krampf. Ich musste irgendwie, jetzt habe ich den Hammer in die Hand genommen. Ich musste mit dem Hammer die Tür ansprechen, damit es... Wow, okay, okay. Ich musste sogar in der Komplettlösung kurz nachgucken, ob meine Idee überhaupt richtig war. Ja, meine Idee war richtig, bloß das stand nicht mal in der Lösung drin. Ich musste von selbst auf die Idee kommen, mit dem Hammer die Tür anzusprechen. Ich dachte, ich muss irgendwo am Rande der Tür irgendeinen bestimmten Punkt aktivieren. Habe alle möglichen Items in meinem Inventar hintereinander durchgeklickt vor dem Eingang. Aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, den Hammer auszurüsten. Also jetzt bin ich schon auf die Idee gekommen, aber es hat ein Weilchen lang gedauert. Okay, ich habe die Tür vernagelt. Ab sofort sollte es ihnen nicht mehr möglich sein, im Teich der Enklave zu fischen und sie werden sich auf den unteren Teich konzentrieren. Ach so, die andere Tür, der Teich war okay, alles klar. So, beste Lösung für alle Beteiligten, ich soll informieren. Ah. Holy moly, wenn ihr das jetzt gerade eben gesehen hättet, ich war also wie der letzte spastiger Longer, oh Gott! Bin ich wirklich... Ich bin vor diesem Höhleneingang 10 Minuten lang hin und her gerannt und habe alle möglichen Item-Kombinationen ausprobiert.
Nur damit ich das Ding verriegeln kann. So, schmeiß den Scheiß. Warte. Ich mach das mal in die Kiste. Ich weiß nicht, ob du in der Kiste warst, aber bevor mir das irgendwie verloren geht oder so, machen wir das lieber so. Okay, jetzt müssen wir nur noch einmal wieder Victor finden. Oh, Victor, Victor, da ist der Nackte. Haha, schön euch wiederzusehen. Haha, Munddieb. Ach so, ihr habt sie nicht getötet? Nö. Wirklich großmütig von euch. Ich hoffe nur, dass das reicht. Ich danke euch vielmals im Namen aller hier. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier, nehmt diese Marken. Ich brauche die sowieso nicht mehr. Und wenn ihr mehr über den Faustkampf lernen wollt, dann kommt einfach zu mir. Ich werde euch beibringen, was ich weiß. Du bist ne Nublede, vergiss es! Wirklich saubere Arbeit. Ich bin stolz auf euch. Danke! Quest beendet. Gut, wie sieht's jetzt aus mit unserer Hauptquest? Macht's gut. Edelmut steigert sich um 1 auf 2, okay. 9 Verdienstmarken sogar. Im Ruhmorden Ruhm von 1 auf 4 sogar. Oho, oho, oho. Nachdem ich mich nun auch in der Enklave am Nieben bewährt habe, kennen mich nun alle 3 Enklaven als Freund. Oh, Fortschritt. Richtiger Fortschritt. Zuerst hat mich der gute Victor zum Faustkampf herausgefordert. Stärke, ja, besonders Fisch, Goblinjagd, Lagertruhe, Torhaus, ja. Jetzt sollte ich zur Halle der Fremden reisen und sehe... What? Halle der Fremden? Natürlich, Halle der Fremden. Das wusste ich. Aber ich habe ja schon nachgeguckt. Das heißt, ich weiß, was jetzt als nächstes ansteht. Was wir machen müssen. Und zwar, jetzt haben wir alle 3 Enklaven von uns überzeugt. Und jetzt haben wir als nächstes Ziel, müssen wir irgendwo hier zur Ordensfeste, die irgendwo, glaube ich, hier im Osten der Kaiserstadt war. Wo genau, weiß ich nicht mehr. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass man am besten zu ihr hinkommt, indem man die Begleitquest von dem Ork macht. Dort, wo wir hätten so lange laufen müssen. Und von dem Erpelgrund von der Enklave ist der Weg am kürzesten. So, deswegen würde ich sagen, wir rennen einfach mal hier hin, nehmen den Ork mit, kümmern uns direkt um die Quest. Ich weiß nicht genau, wann der hier auftaucht. Hier müsste irgendwo ein Plan hängen, genau. Lalalalalalala. Im Moment Halle der Fremden. Das ist dort, wo ich eigentlich hin will. Und wird in 4 Tagen in der Enklave am Stritt... Aber ich will hier wissen. Oh Gott, das ist Goldhuf. Das guckt dir die roten Augen von dem Vieh an. Es ist noch ganz wild. Nach dem, was wir das letzte Mal mit ihm hier angestellt haben. Okay, warten wir mal eine Weile, bis er hier hoffentlich irgendwann auftaucht. So, da ist er. Ich musste nur kurz 9 oder 10 Tage warten. God damn it, hast du dir Zeit gelassen hier? Was soll's sein? Was? So, hi. Los. Seid ihr bereit für die Reise? Wohl oder übel, ja. Sehr gut. Keine Sorge, die Pferde kennen... Genau, das kennen wir schon alles. Die Pferde kennen den Weg. Ja, ich wäre froh, wenn die Pferde vorlaufen würden. Kommst du mit? Gut. Hier haben wir jetzt nur einen Weg, wo wir rauslaufen können. Und wir müssen irgendwo hier hin. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Das heißt... Hallo. Das nächste Mal, wenn es weitergeht, ja, ganz genau richtig gehört, wird es dann mit dem Hauptteil des Ordens weitergehen. Könnte sogar sehr gut sein, dass der Hauptteil des Ordens kürzer sein wird als dieser Teil hier, den wir bisher gemacht haben. Das waren ja alles so ganz viele Mini-Quests. Und jetzt geht es quasi mit der Hauptgeschichte los. Nachdem wir das Vertrauen des Ordens erweckt haben und sie alle jetzt voll und ganz auf unserer Seite sind. Was? Was hustest du hier so rum, Mann? Aber das machen wir dann erst das nächste Mal, meine Freunde. Wie immer gilt natürlich, wenn euch das Let's Play gefällt, dann freue ich mich sehr über ein Gefällt mir, Gefallen, Gefällt. Ihr wisst ja, wie es läuft. Hilft mir wirklich sehr auf YouTube. So funktioniert das System hier. So können mehr Leute zu mir finden, bla bla, etc. etc. Ihr wisst Bescheid. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es weitergeht mit dem Orden und dem eigentlichen Fleisch der Mod. Gut, das eigentliche Fleisch der Mod sind die ganzen Enklaven und die Atmosphäre und so weiter, die dadurch beigetragen wird. Aber zumindest die Hauptquest. Ich bin sehr gespannt, was die hier jetzt auch erzählerisch im Petto haben werden. Also genießt euren restlichen verbleibenden Tag und wir sehen uns bei der nächsten Runde. Die Escort-Quest hier werde ich wahrscheinlich überspringen. Und dann sehen wir uns sofort am Zielort. Bis dann.